Hey und herzlich willkommen zu mal wieder einem anderen Vlog, in Anführungszeichen. Ich habe mal wieder Kamerafrau dabei. Ich habe nicht was umgebaut. Die Tage ist es schon ein Stück her. Aber dann war ich krank und deswegen, dann hat sich das Aufnehmen nicht so funktioniert. Kommt mit. Und zwar habe ich jetzt auch ein Büro. Einfach nur um Frau auszusperren, aber ich habe ein Büro. So, und zwar. Da habe ich jetzt meinen Schreibtisch. Habe ich jetzt einen Schreibtisch und meinen Computer. Da drüben ist jetzt der Server. Da unten, den werde ich nochmal umbauen, voraussichtlich im Dezember. Das ist der Server komplett. Hier habe ich ein Regal gebaut, beziehungsweise das Regal vom Abstellraum umgebaut. Da habe ich schon mal eine ganze Spielruhe. Noch alle, die noch nicht über Steam sind, habe ich mein Dampfzeug, alles, Base, Aromen etc. Und da drüben ist noch fast leer. Da habe ich außer meinen Helm, den typischen Kabelkasten, habe ich da noch nichts. Die zwei ist das Fallout Monopoly, die Collector's Edition habe ich, Wethead, was wir damals im Stream hatten. Ja, und halt das blöde Kissen von DxRaiser, was mich da noch nervt hat. Ja, die Silikonspritze. Um der Frau ein bisschen mehr zu verleihen. Ne, mit der musste ich meinen Stuhl kleben, weil der löst sich irgendwie ständig auf. Ja, dann Geldkassette, Werkzeugkoffer. Dann habe ich hier eine kleine Ecke. Eigentlich wollte ich eine Couch haben. Eigentlich wollte ich hier eine Couch haben. Aber das war ein teurer Monat. Ich habe meinen Rechner nochmal abgegradet. Ich habe das Büro hier gemacht, Laminat verlegt. Und. Deswegen ist das erste Mal so. Die Stühle haben wir noch übrig von der Tasche, den Glastisch auch. Hier hinten ein kleines Schränkchen, da sind noch mehr Kabel drin, das werde ich auch komischerweise nie los. Und Ventilator, den ich voraussichtlich bald durch Klimaanlage ersetzen werde, habe ich gelernt. Und da wollte ich eigentlich eine Pflanze reintun, aber irgendwie ist da noch nie eine Pflanze drin gewesen. Da sollte aber mal eine Pflanze rein. Da ist eine Miezekatze, die gehört auch dazu. Gell? Sag ich doch. Da ist eine Miezekatze, die gehört auch dazu. Hier habe ich das Fallout 4 Bild aufgehangen. Das habe ich mir mal bestellt, war leider nur die Leinwand. Und deswegen habe ich einfach eine Holzplatte genommen, doppelseitiges Klebeband drauf gemacht, hat nicht so gut gehalten gehabt, leider, weil das ein bisschen blöd war. Habe ich einfach Panzertape außenrum, passt ja zu Fallout. Bilder von Frau, da oben die Greenscreen-Beleuchtung mit dem wunderschönen gelben Kabelchen, die ich vielleicht mal sauber hätte machen können. Mit Rollo, damit es im Sommer dann, wenn die Sonne kommt, nicht so heftig ist. Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen schon. Achso, ja. Na, sie zeigt gerade wo drauf. Mein altes Mainboard habe ich dekomäßig aufgehangen. Das alte Mainboard war ja kaputt. Da hatte ich ja gegen die USB. Mal gingen sie nicht. Hatte ich übelst das Problem mit den USB-Dingern. Das wollten wir das Mainboard. Komischerweise damals auf meinem USB-Hub, den ich da drin hatte, hat es funktioniert. Die USBs nicht. Und deswegen habe ich das Mainboard ja damals gleich mit umgetauscht. Der CPU hier oben, glaube ich, das ist ein 8x4,2. Also der würde sogar noch gehen. Aber das Mainboard geht leider nicht mehr. Ja. Greenscreen habe ich jetzt auch hier schön gerade hergehangen. Das heißt, es ist auch viel leichter, den jetzt hier rumzutun und nicht mehr so ein Kampf wie damals drüben, weil das Eck hat sehr stark gebremst gehabt. Ja, das Einzige, was mich noch sehr stark stört, ist die Lampe. Die war ja halt so eine Abstellraumlampe, einfach nur, dass da eine Lampe ist. So, das war es dann eigentlich schon. Ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich mal wieder im Stream. Oder im nächsten Vlog, da wird es jetzt Richtung Dezember etliche geben, etliche Sachen passieren. Und ich werde euch da schon einigermaßen auf dem Laufenden halten.